Thema Corona. Jetzt ist wieder Österreich typisch, das Corona-Chaos. Keiner weiß genau, wo muss ich welche Maske tragen, wann muss ich wo welche Maske tragen und wer muss wo welche Maske tragen. Was sagen Sie zu diesem Chaos momentan? Ja, es ist leider nicht überraschend. Es war zu befürchten, dass die Bundesregierung genauso weitermacht, wie sie vor ein paar Monaten aufgehört hat. Man hat offenbar null dazugelernt, man hat es offenbar nicht der Mühe wert befunden, sich international ein wenig umzuschauen und sich endlich, und das ist das, was wir verlangen, an den Ländern zu orientieren, die den Bürgern Eigenverantwortung und Freiheit geben. Dort funktioniert das nämlich viel, viel besser. Die Leute sind in der Lage, für sich selbst Risiken einzuschätzen, vernünftig mit Gefahren umzugehen. Und da braucht man keine Gesellschaftsspalten, da braucht man die Grund- und Freiheitsrechte nicht außer Kraft setzen und kommt viel, viel besser durch die Pandemie. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, Sie entschuldigen, wenn ich das so salopp formuliere, als wäre Österreich ein Irrenhaus, wo die Insassen das Kommando übernommen haben. Letzte Frage noch. Teuerungen in Österreich. Alles wird teurer, vom Sprit angefangen. Woran liegt das? Ja, das liegt zum einen an einer verfehlten Corona-Maßnahmenpolitik der Bundesregierung. Das ist ja kein Wunder, wenn ich zunächst sozusagen die Wirtschaft runterfahre und an den Rand des Ruins bringe und das dann alles sozusagen wieder kompensiert und aufgefangen werden muss, dann habe ich ein riesiges Problem. Und zum Zweiten ist das natürlich auch ein Vorgeschmack auf den Klimakommunismus, den uns Gewessler und Co. verordnen wollen. Wir haben ja schon die erste Preisexplosion bei den Energiepreisen jetzt und dann kommen dann noch Klimasteuern und Ähnliches dazu. Und das wird die Autofahrer treffen, das wird die Pendler treffen, das wird jeden treffen, der zu Hause mit Öl oder Gas heizt. Also da wird die Produktion teurer, da wird der Transport teurer, auf gut Deutsch das ganze Leben. Deswegen sagen wir zurück zu einer vernünftigen Umweltpolitik, das heißt weg mit diesen unrealistischen Klimazielen. Da hat kein Mensch etwas davon, da ruinieren wir nur die österreichische Wirtschaft, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass man vielleicht in dieser besonderen Situation einen Schritt weitergehen muss. Es hat in der Vergangenheit einmal so etwas gegeben wie eine Lohnpreiskommission. Dort hat man die Preisentwicklung in schwierigen Situationen an die Lohnentwicklung gekoppelt. Und es kann nicht sein, dass die Leute nichts verdienen, aber die Preise galoppieren davon. Da bleiben die Ärmsten auf der Strecke. Wir werden da parlamentarisch auch in diese Richtung arbeiten, dass wir schlimmstenfalls für das, was die Menschen zum Leben brauchen, eine entsprechende Preisgarantie von Seiten des Staates sicherstellen können.